Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Ich habe einen guten Aussichtspunkt in der Nähe der Himmelsplattform ausfindig gemacht. Geht besser in Position. Machen wir. Warum sagst du mir das überkommen, wenn du da hinten sitzt? Nun, jedenfalls, wir sind drauf und dran, die Gilded Star zu überfallen, die den größten Reichtumtransport in der bekannten und unbekannten Region mit sich führt. Sogar noch mehr Geldvermögen, als es die Hutten sich erträumen lassen könnten. Ausgedacht von diesem bekloppten Devorianer. Das ist nah genug. Und da ist die Gilded Star. So wie ich es versprochen habe. Gold Renault hieß er. Ich hätte mit etwas Glanzvollerem gerechnet. Mit Gold überzogen und Tarnschiff passt halt irgendwie nicht zusammen. Hoffen wir nur, dass sich Madame Rabenmutter an den Geburtstag ihrer Tochter erinnert. Ich kann euch von hier aus töten, Gold. Prima, ihr werdet eurem Ruf wirklich gerecht. Und ich habe schon einiges gehört. Haltet den Mund. Wir nähern uns dem Kontrollpunkt. Keine weitere Kommunikation, bis die Brücke unter unserer Kontrolle ist. Verstanden. Hals- und Beinbruch, meine Damen. Es liegt jetzt in Ihren Händen. Wir können nur warten. Tja, da hat die Mutter nochmal eine Verjüngungstour bekommen und ist jetzt genauso alt und sieht auch genauso aus wie ihre eigene Tochter. Denke mir, manche Mütter würden sich das heutzutage sehr wünschen. Okay, sprechen wir eben nochmal wegen dem Sabak-Spiel an. Wie habt ihr es geschafft, Lana beim Kartenspiel reinzulegen? Ihr kennt euch doch gut mit diesem ganzen Machtunsinn aus. Was würdet ihr tun, wenn ihr am Sabaktisch sitzt? Natürlich herausfinden, was ihr denkt. Ich würde versuchen, die Gedanken und Emotionen meines Gegners zu lesen. Ganz genau. Ich wusste, dass Lana versuchen würde, meine Gedanken zu lesen, also habe ich dafür gesorgt, dass sie einen interessanten Einblick bekommt. Ihre wütenden Blicke waren einfacher zu lesen als alles, was ich tat. Was den Rest angeht, das fällt unter das Berufsgeheimnis. Beeindruckend. Ihr habt ihren Vorteil in euren verwandelt. Clever. Wenn man sein Leben in den tiefsten Abgründen der Galaxis verbringt, kann es nicht schaden, noch tiefer sinken zu können als die Konkurrenz. Ich habe jetzt die Kontrolle über das Netzwerk der Gilded Star. Ich werde, soweit es mit diesem System geht, die Schiffswächter isolieren. Auf geht's. Tja, da freut er sich zurecht. Red ist dabei. Renault ist dabei. Gold, Renault. Ich frage mich ja, ob das ein Franzose ist. So ein Franzmann. An das gesamte Personal. Bereiten Sie sich auf einen Test der Notfallabregelungssysteme vor. Und bleiben Sie auf Ihrer aktuellen Station. Und boom! Das hätte ja jetzt nicht sein müssen. Aber gut, bis jetzt sind ja nur ein paar Druiden. Was noch ein Zugang verweigert, ja gut. Lassen wir unsere Aushilfsarbeiter mal loslegen. Führe die Sicherheitskarte ein. Ich habe aber gar keine Sicherheitskarte. Die lag da am Boden. Na, also. Habt ihr die Sicherheitskarte gesehen? Ich habe da keine Blinken sehen. Blink, blink. Ich hänge am Sabbattisch fest. Sabak, nicht Sabbat. Dieser Tisch hat eine bindende Wirkung auf mich. Jetzt hänge ich wirklich. So. Bei ihm hat das ein bisschen länger gedauert. Er war nicht der hellsten einer gewesen. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Jetzt muss ich umfallen.
oder? Ja, ich fall mal um. Okay, wir machen ja die ganze Zeit nichts anderes. Feindliches Personal aus dem Weg räumen und natürlich ist der Durchgang auf der anderen Seite. Gut. Ihr seht mich nicht. Ihr habt mich gesehen. Soll ich jetzt Angst haben? So, Captain Longleg mit den kurzen Beinen. Wir sind im Duett umgefallen. Kommt auch nicht jeden Tag vor. So, da hinten ist wieder ein Ritter von Sakul. Ohne Helm diesmal. Ohne Helm und ohne Gurt. Das ist Kurt. Einfach Kurt. Die trägt erstmal nur Ohrfeige. Dafür, dass er dieses geile Lied geklaut hat. Der Ritter von Sakul. Oh, hier. Helft mir mit dieser Konsole. Konsole? Ich sehe hier keine Konsole. Ich sehe ein Gitter. Okay, wenn ich auf dieser Route bleibe, sollte ich den Mechanismus der Kammer erreichen können. Ich mache weiter den Weg für Gold frei. Wir sehen uns bald. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass es kein Mynok-Problem gibt. Seid ihr sicher, dass diese Pläne maßstabsgetreu sind? Ich kann mich kaum bewegen. Mein letzter Partner hat sich nicht annähernd so viel beschwert. Euer letzter Partner wurde zu Tode gequetscht. Und ich habe nicht eine Beschwerde deswegen gehört. Nein! Vielleicht ein Tyrannius! Hilf mir! Hilf mir! Und Sakul sucht Druide. Meine Güte, bin ich gut! Alle! Was ist schwer? Seid ihr in der Kammer? Ach nichts. Alles okay. Ich bin gleich da. Ach, Wett. Wett-Attack. Ach, das war eine Frau gewesen. Ein weiblicher Kommandant. Eine Kommandantin. Okay, Wett, ich bin hier. Gebt mir nur noch eine Sekunde. Eins. Die Zeit läuft. Hey, wollt ihr euch durch einen halben Meter Kortosis und Stahl schneiden, während ihr in einem winzigen Raum kopfüber von der Decke baumelt? Also, Trottel, versucht es. Der Moment der Wahrheit. Ich war schon reich, stinkreich, aber das hier ist etwas anderes. Nullen und Einsen auf einem Konto kommen hiergegen nicht an. Irgendwie hat greifbarer Reichtum etwas Magisches. Ja, da sagt er was Wahres. Das hier in Zahlen auszudrücken, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. An einem gewissen Punkt hört man einfach auf zu zählen. Es wird gleich um einiges weniger beeindruckend aussehen, aber ich werde es trotzdem gerne ausgeben. Ja, mal so richtig reich sein, das wäre ich auch gerne. Dann verderben wir Arkan mal die Laune. Also richtig steinreich. Geil. Ladung ist abgeliefert. Kommen wir zur Bezahlung. Wir sind in Position.
Fahre Versorgungsschlauch aus. Verbindung steht. Alles bereit. Luftschleuse deaktiviert. Erwarte Befehl zur Dekompression. Die Tür ist offen. Dekompression eingeleitet. Der Tank füllt sich. Soweit, so gut. Es wird etwa 10 Minuten und 17 Sekunden dauern, um einen Raum dieser Größe leer zu saugen. Genug Zeit, um zu verschwinden. Alles klar. Hauen wir ab. Wir machen jetzt gerade also eine auf Weltraumputze à la Spaceballs. Vaku, saug, saug, saug. Wo hast du denn das her, Wett? Hast du das mitgebracht? Das kleine Ding hier? Nein, ich bin an der Waffenkammer vorbeigekommen und habe es dort rumliegen gesehen. Also dachte ich mir, dass es niemand vermissen würde. Ich glaube kaum, dass diese Explosion unbemerkt geblieben ist. Sobald wir die Brücke verlassen haben, kann ich keine vollständige Abriegelung mehr gewährleisten. Seht ihr, es war total gerechtfertigt, sich das Ding zu schnappen. Na los, ich will es ausprobieren. Stör die Systeme einfach so gut du kannst und mach dich dann zum Tanker auf. Wir sehen uns dort. Oh! Wir sind bei maximaler Kapazität. Scorpio und Senja sind bereits an Bord. Wie ist die Lage? Wir halten sie hier auf Trab, aber ich glaube nicht, dass wir näher dran sind, euch zu erreichen. Scorpio, hast du immer noch Zugriff auf die Panzertüren? Nur per Direkteingabe. Großartig. Verschwindet einfach, bevor euch jemand bemerkt. Wir nehmen die Himmelsplattform nach unten und treffen uns im Versteck. Ist nur cool. Mein Schutzengel kümmert sich um jeden, der ungewöhnliches Interesse zeigt. Dein Schutzengel ist meine Frau. Okay. Stabil hinstellen. Nach vorne. Meine Güte, bin ich gut. Wow. Unglaublich. Wow. Okay, das ist schlecht. Wir brauchen einen anderen Weg. Da lang. Warum habe ich so ein Ding noch nie ausprobiert? Tja, Wett, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warum hat sie so ein Ding noch nie ausprobiert? Sie war mit anderen Dingen beschäftigt. Verdammt! Hallo, ihr Faulwürmer! Hallo, wir werden noch eine Runde hier probieren können. Kommt, aber er ist nicht leer. Valen, ich kann ihre Präsenz spüren. Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Rennen und auf einen Plan C hoffen. Ich habe es satt, vor Valen davonzulaufen. Also, ich kann noch ein paar Runden rennen. Aber selbst wenn ihr gewinnt und die Himmelsplattform dabei nicht in Schutt und Asche legt, sind wir immer noch von Tausenden ihrer Lakaien umgeben. Wir brauchen einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt das da draußen. Ihr wollt, dass wir außen entlang klettern? Mehr oder weniger. Wir haben keine Zeit zum Diskutieren, also empfehle ich euch, eure Beschwerden ganz schnell zu vergessen. Ach, so schlimm ist es nicht. Seht einfach nicht nach unten oder denkt über eure Sterblichkeit nach. Da hinten stehen aber noch 4, 3 Stück. Leb wohl, Spucker. Ich werde dich nie vergessen. Gut, dann geht der ganze Weg wieder zurück. An Leichen, die sich bereits aufgelöst haben. Wir haben alle ihren Helm vergessen. Ja, ist das denn hier eine ordnungsgemäße Uniform oder wie oder wo oder was? Also sowas hätte es bei mir in der Kompanie nicht gegeben. Was? Doch da.
Eigentlich traurig, da bin ich noch nicht mal in der Lage gewesen, meine komplette Rüstung richtig auf Stufe 70 episch zu bringen. Und dann kommt schon das neue Add-on. Aber macht nichts. Dann klappt das halt hinter. Die hat auch keinen Helm an. Was ist denn das hier für eine Disziplin? Das ist ja fast wie ein Pissbogen. Meine Güte. Langsam wird es wieder düster. Ich muss mal gleich Licht anmachen. Hey, ich habe gerade an dich gedacht. Hey, ho! Nein, das läuft alles großartig. Wir machen nur einen kleinen Umweg. Gold. Das Geräusch? Es ist nur ein wenig windig. Welcher Plan das ist? Ich weiß nicht genau. Plan C, okay? Das hier ist Plan C. Ja, das klingt ganz reizend. Ich muss los, wir sehen uns bald. Gut. Ah, die Ecke kenne ich. Das wird jetzt wieder so ein scheiß dämlicher Kampf werden, wo der alle 20 Sekunden sich in die Luft erhebt. Und die schlechte? Solltet ihr unter Höhenangst leiden, habt ihr gleich reichlich Gelegenheit, sie loszuwerden. Ja. Gerade angefangen und schon ist er in der Luft. Einen Arzt oder einen Drink. Am besten beides. So, Gold Renault ist tot. Ich hätte ihn vielleicht mal vorher heilen sollen. Gut, dass wir immerhin aufgrund des höheren Levels mehr Schaden an ihm verursachen. Liege er wohl. Gut, das ging ja noch einigermaßen glimpflich aus. Jetzt müssen wir nur den Gold wiederbeleben, uns heilen und glücklich sein. Yay! Als ich den Kampf das erste Mal gemacht habe, habe ich, glaube ich, 10 Minuten dran gekämpft. Sprich mit Gold. Na, dann wollen wir mal. Okay, also... Erinnert ihr euch an Plan C? Eigentlich seid ihr nie bei Plan C angekommen, Gold. So wie es aussieht, lautet Plan C: Springen! Mutter war hier. Schon wieder. Sie hatte die Dreistigkeit, mein Gesicht zu tragen. Und ihre Bestrafung? Sie konnte fliehen. Aber sie weiß, dass ihr das nicht nochmal gelingen wird. Sind leere Drohungen alles, was du für mich hast? Ich habe sie bei ihrem kleinen Überfall auf die Schatzkammer gestört. Viel können sie in der Zeit dort nicht geschafft haben. Mutter!
perfektes Timing. Ah, sieh mal einer an. Bin ich diejenige, die ein Problem damit hat, dann aufzutauchen, wenn sie es soll? Du meine Güte, wie lange willst du mir das noch vorwerfen? Für den Rest deines Lebens natürlich. Danke, dass ihr meiner schlechteren Hälfte den gröbsten Ärger erspart habt. Ihr zwei seid ein Paar? Ihr braucht gar nicht so überrascht zu klingen. Es ist kompliziert. So oder so, ich glaube, wir haben genug von Vandine gesehen und hier wird es gleich noch etwas weniger gastfreundlich. Also, wollen wir? Bringen wir unsere Beute nach Odessen. Nummer 1, Energie. Und zurück in Odessen. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem erfolgreichen Auftrag nach Hause zu kommen. Besonders, wenn man dabei einem riesigen Trottel den Tag ruiniert hat. Ganz mein Reden. Wenn ich genauer darüber nachdenke, hat unserem Plan ein entscheidender Faktor gefehlt. Zum Beispiel ein Fluchtweg? Es war halt ein kleiner Umweg. Dafür war die Aussicht etwas Besonderes. Nein, das, was wirklich gefehlt hat, war die Chance, Arkans Gesicht zu sehen, als er die Neuigkeiten gehört hat. Tja, eine echte Schande. Wie konntet ihr das nur übersehen, Gold? Das zahlt ihr aus eurem Anteil. Wir wollen nicht übertreiben. Immerhin sprechen wir hier maximal von einer optionalen Bonusleistung. Also, wollen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil übergehen und die Beute aufteilen? Darum habe ich mich bereits gekümmert. Wett, Dredger und du wurden schon ausgezahlt. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, aus deinem Anteil deine Schulden bei mir zu begleichen. Du kannst deiner Sache auch jeden Spaß nehmen. Deine Vorstellung von Spaß ist der Grund, warum du nichts mehr aufteilen darfst. Was genau habt ihr denn getan? Er hat mich um die größte Beute meiner Karriere betrogen. Und ich bereue es seitdem jeden Tag. Also seitdem der Glanz nachgelassen hat. Wir sind doch alle etwas älter, etwas weiser. Okay, vielleicht sehr viel älter. Es war ein prägender Moment. Der Punkt ist, wir haben jetzt eine größere und wichtigere Aufgabe. Wie zum Beispiel einen Haufen Schätze zu einem Meer aus flüssiger Freude einzuschmelzen. Also, wie ihr euren Teil ausgeben wollt, ist ganz allein eure Sache. Aber wenn ihr ihn, sagen wir, verdreifachen wollt, wüsste ich da etwas. Dieses Geld gehört nicht uns. Mir macht es nichts aus, Arkan zu bestehlen, aber ich will mich daran nicht bereichern. Unser Ziel war es, die Allianz zu finanzieren, nicht der persönliche Reichtum. Wer sagt, dass nicht beides geht? Man braucht nur ein wenig Ehrgeiz. Oder ihr gebt zur Abwechslung mal, anstatt zu nehmen. Probiert es doch mal aus. Vielleicht gefällt es euch ja. Ich benutze meinen Anteil, um Artefakte zurückzukaufen, die man meinem Volk gestohlen hat, und um Sklaven zu befreien. Um aus der Galaxis einen besseren Ort für Twi'lex zu machen. Um ehrlich zu sein, haben wir mehr als genug für unsere Operationen. Es wäre durchaus ratsam, für den Überschuss einen Plan zu haben. Gebt es den Leuten zurück. Gebt Gold, was er braucht. Ich lasse mir nicht die Gelegenheit entgehen, unseren Gewinn zu verdreifachen. Behaltet unsere Investition aber im Auge. Oh, ich sorge dafür, dass er jeden einzelnen Credit ausspuckt. Ich dachte, der Sinn dieser Allianz wäre es, in der Galaxis Gutes zu tun, aber ich sollte wohl nicht überrascht sein. Jeder hat hier seine eigenen Interessen. Ich verstehe eure Entscheidung, Commander. Ich bitte euch nur, unser großes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, während ihr eure eigenen Interessen verfolgt. Hey, so bleibt mehr für euch übrig, habe ich recht? Es scheint, dass unser Geschäft beendet ist. Oh, ich weiß nicht. Wir sehen uns bestimmt. Ihr habt da ein echt nettes Unternehmen zusammengestellt. Außerdem will ich nicht, dass sich Hylo einsam fühlt. Als ob. Ich glaube, wir haben uns eine lange Nacht verdient, in der wir mal alle an etwas anderes denken als an morgen. Dieses Zeug ist mehr wert als die meisten Frachter. Schnappt euch ein paar Gläser und findet heraus, wie Erfolg schmeckt. Okay, eine Runde Koma-Vögeln für Anfänger. Amanda,
Major Jorgen und Kaleo sind eben gelandet. Sie sind an der Startrampe. Zum Thema Feiern. Geht vor, wir sind direkt hinter euch. Wir erinnern uns, sie waren ja unterwegs zu diesem Turm gewesen, um die Gemini-Frequenz zu deaktivieren. Während Kaleo ja dann das ein oder andere Problem hatte. Jetzt sind sie also zurückgekehrt. Gucken wir mal, was bei rumgekommen ist. So wie ich Major Jorgen einkenne, wird es viel zu meckern geben. Hey, hätte ich gleich getan, was ich gesagt habe. Admiral Ego tut alles, was er kann. Los geht's. Ich war nur noch 30 Meter vom Computer mit der Gemini-Frequenz entfernt. Aber dann muss eure Deppenbrigade auftauchen und alles vermasseln. Ihr wart umzingelt. Wir haben euch gerettet. Und habt die Mission vermasselt. Ohne meinen Plan B wärt ihr da unten gestorben. Plan B? Für euren Fluchtweg habt ihr ein Krankenhaus gesprengt. Mir ist egal, was auf Sakul passiert ist. Ich bin nur froh, dass ihr beide da heil rausgekommen seid. Eine Menge Leute hatten nicht so viel Glück. Und daran ist sie schuld. Als ob ich geahnt hätte. Es war kein kompletter Fehlschlag. Auf dem Weg hinaus habe ich was mitgehen lassen. Mein Team hat euch Deckung gegeben. Ja, ja. Der Punkt ist, wir haben den Datenkern aus einer Sicherheitskonsole außerhalb dieser Hyperwellenrelaisstation mitgehen lassen. Das ist zwar nicht der Schlüssel zur Gemini-Frequenz, aber er enthält ein riesiges Datenarchiv über diese Droiden. Ich setze Scorpio darauf an, die Informationen zu sichten. Vielleicht war das kein völliges Fiasko. Es muss ja etwas Verwertbares dabei sein. Wir halten weiter am Plan fest, Arkans Flotte zu zerstören. Wir werden keine zweite Chance haben, die Hyperwellen-Relaisstation anzugreifen. Hoffen wir einfach, dass wir eine Alternative finden. Es hätte viel schlimmer ausgehen können, aber so etwas darf nicht nochmal passieren. Major Jorgen hat euren direkten Befehl missachtet, Kaleo nicht zu folgen. In der Republik ist eine solche Art von Ungehorsam ein Fall für das Militärgericht. Das hier ist nicht die Republik. Ich habe das Sagen und ich bin bereit, das Urteil zu fällen. Verstanden, Commander. Ich akzeptiere eure Entscheidung. Soll ich ihn verbannen? Könnte er durchaus... das ist eine schwere. Auf der einen Seite ist er ein begnadeter Militär, hat gute Kenntnisse, aber auf der anderen Seite geht mir seine Widerspenstigkeit auch ganz kräftig auf den Geist. Ah, scheiß drauf. Ich habe von einem Anführer der Sondereinheiten mehr erwartet. Die Allianz hat keine Verwendung für den Chaos-Trupp. Geht und kommt nicht mehr zurück. Wir haben schon vor der Allianz gegen Arkan gekämpft. Und wir kämpfen weiter. Aber wir gehen euch von jetzt an aus dem Weg. Und wenn Arkan ihn schnappt? Ihn zwingt, unsere Position zu verraten? Das wird nicht passieren. Vorher sterbe ich. Das hoffe ich. Ich glaube ihm. Ja, es ist nicht so leicht, eine Diktatur zu errichten. Gut, dass das jetzt von keinem verliehen. Ich beginne mit ihren Fingerkuppen und arbeite mich langsam hoch. Ein Knöchel nach dem anderen.
Und dann ihre Hände. Erinnerst du dich an Mutter? Nicht an die Frau, die sie jetzt ist. An die Frau aus unserer Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie sie Vater sagte, dass ich gefährlich sei. Dass ich kontrolliert werden müsste. Sie hat mich schon immer gehasst. Sie hat uns nie verstanden, oder Vater? Sie hat dem Fremdling geholfen, unseren Schatz zu stehlen. Sie haben alles genommen. Diese Dinge können ersetzt werden. Wenn all die Welten, die wir erobert haben, das herausfinden, werden sie uns für schwach halten, uns auf die Probe stellen. Ich bleibe die stärkste Macht, die es in der Galaxis jemals gab. Meine Feinde wissen, was passiert, wenn sie sich mit mir anlegen. Angst kostet nichts. Ich werde reichlich davon verbreiten. Kapitel 14. Mandalores Rache. Guten Tag, mein Sith Lord. Wo sind die anderen? Teron ist aus dem Mistani-Sektor zugeschaltet. Der Rest ist beschäftigt. Sie erledigen Aufklärungs- oder Sicherheitseinsätze. Zumindest die, die ihr nicht verstoßen habt. Ich mochte Chorgan, aber die Disziplin geht vor. Ich habe weitere Informationen zum Gemini-Netzwerk, das die Flotte steuert. Das Netzwerk verbindet mechanische Captains in den Schiffen der Flotte. Ihre Sicherheitsprotokolle können nicht direkt unterwandert werden. Warum nicht? Weil die Gemini-Captains auf mir basieren. Okay, erkläre das mal. Ich dachte, du wärst ein mehr oder weniger einzigartiges Exemplar. Und jetzt sagst du, dass Sakul eine ganze Armee aus Scorpio-Modellen hat? Es sind Imitationen, die darauf programmiert sind, die Flotte zu steuern. Wie sie entstanden sind, weiß ich nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass man mich imitiert. Den Daten, die ich entschlüsseln konnte, zufolge werden die Gemini-Einheiten nach einer Form produziert. Einer Vorlage. Gemini Prime. Wozu ein physikalisches Muster? Meine Technologie lässt sich nicht einfach kopieren. Gemini Prime ist mit einer Fabrik auf dem Planeten Darvanis verbunden. Bringen Sie mir die Einheit. Dann werde ich die Geheimnisse des Netzwerks und der Flotte entschlüsseln. Wir bekommen die ewige Flotte und du findest heraus, wer dich kopiert hat und wie. Ist das dein Angebot? Ja. Ich kenne Darvanis. Einer der ersten Planeten, die wir eroberten, als der Krieg begann. Eine Schlüsselposition für die Galaxis. In dieser Fabrik werden Droiden, Waffen und Raumschiffe gebaut. Sie ist eine sehr wichtige Ressource und entsprechend befestigt. Vollautomatische Verteidigung. Ich kenne derartige Einrichtungen. Die Tunnel reichen kilometerweit in die Tiefe. Zu groß für ein Einsatzteam. Dann planen wir einen Großangriff. Wie lange dauert es noch, bis unsere Armee einsatzbereit ist? Wir haben hier nicht annähernd genügend Leute. Aber Teron... Ich habe mir militärische Verbündete im Rim gesichert. Ich kann den einen oder anderen Gefallen einfordern. Über das Komm möchte ich nicht mehr sagen, aber ich kann einen Treffpunkt mit Streitkräften auf Darvanis arrangieren. Ihr könntet die Fabrik einnehmen und euch Gemini holen. Okay, ob er sich sicher ist? Mir wäre lieber, ich wüsste, wer an meiner Seite kämpft. Werden eure Streitkräfte ausreichen? Können wir ihnen trauen? Sie sind fähig und besitzen die nötige Feuerkraft. Und was das andere betrifft, sie werden uns nicht in den Rücken fallen. Eher schießen sie uns ins Gesicht. Na prima. Fantastisch. Ich gebe unseren Verbündeten Bescheid. Mit etwas Glück sind sie noch vor euch auf Darvanis. Der Rest soll die Gravestone kampfbereit machen. Sobald wir Gemini Prime haben, werden wir der Flotte gegenüberstehen. Auf die eine oder andere Art. Weg sind sie. Wunderhübsch.
Schee, Whistler. Ihr seid auf dem falschen Planeten. Die Vergnügungswelten der Hunden sind ein Dutzend Parsecs von hier entfernt. Haltet die Klappe, Como. Für einen Toten seht ihr ziemlich gut aus. Schee, Whistler. Ich hatte keine Mandalorianer erwartet. Nun, wir sind hier und ihr müsst wohl mit uns Vorlieb nehmen. Ich hörte, jemand möchte eine Fabrik pulverisieren. Ein Dutzend Clans steht hinter Mandalore der Rächerin. Wir sind bereit für das blutige Werk. Auch wenn unsere Feinde aus Metall bestehen. Mandalore die Rächerin? Es waren ein paar harte Jahre. Die ewige Flotte hat uns auf den Herzwelten belagert. Irgendwann bin ich dann zu diesem Titel gekommen. Als euer Spionfreund eine Chance sah, zurückzuschlagen, stimmte ich zu. Wir haben uns zu lange in die Verteidigung drängen lassen. Ja, schön, Sie an meiner Seite zu haben. Dann kämpfen wir zusammen, Mandalore. Gegen Sakul und die Galaxis. Wir werden Arkan schon auch stürzen. Im Moment würde mir schon ein guter Sieg reichen. Wie habt ihr eure Truppen um die Fabrik positioniert? Angriffsteams aus je 200 Kommandos wechseln sich mit der Offensive ab. Der Ort ist eine Festung. Sie muss kurz und klein geschlagen werden, bevor wir reinkommen. Der nächste Angriff beginnt in 5 Minuten. Frontteams sind in Position, um den Energieschild auszuschalten. Ihr wollt euch nützlich machen? Dann nehmt die Perimeterkanonen ein und zielt damit auf die Fabrik. Taurian! Mandalore. Taurian ist der Anführer des Cadera-Clans und der beste Scout, den wir haben. Er zeigt euch den Weg. Die Kanonen sind in Sektor 9. Jede Menge Sprungtruppen. Bleibt bei mir. Ich versuche, euch zu beschützen. Mich muss niemand beschützen, Jungchen. Du sprichst mit einem Sith Lord. Sei bloß nicht so herablassend, Junge. Ihr seid kein Mandalorianer. Da weiß man ja nie. Bring mich zu den Waffen. Wir müssen eine Fabrik einnehmen. Retutio mi, Mandalore. Lasst euch beide nicht umbringen. Fängt gut an mit dem Bübchen. Ja, Freunde. Das hätten wir. An dieser Stelle werde ich auch einen kurzen Cut machen. Erstmal sehen, was wir hier für nette Dinge alles so haben. Und dann werden wir schauen, wie sich das in diesem Kapitel entfalten wird. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen wird und dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Hier in der Welt von Star Wars The Old Republic. Bis dahin macht es gut, haltet die Ohren steif, was auch immer ihr gerade macht. Bis später denn. Ciao, ciao.